Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Mutterliebe ist eine Leidenschaft, die ihre eigene Gewalt und Größe hat. Diese Lebensweisheit wird Prinzessin Elisabeth zu Wied zugeschrieben, die ihre literarischen Werke unter dem Pseudonym Carmen Silva veröffentlicht hat. Und diese von Carmen Silva hier beschriebene unendliche Mutterliebe, die hat auch unsere heutige Hauptfigur zu Beginn noch gespürt, bis sie nach und nach aufgefressen wurde vom Stress und auch vom Funktionieren müssen in der Gesellschaft. Ein schleichender Prozess, in dem das eigene Kind immer mehr zum Gegenspieler wird. Mama, Mama, aufstehen! Komm schon, Mama! Früh darf nichts dazwischen kommen, da müssen die Dinge laufen. Aufstehen, Zähne putzen, Kakao trinken, Jacke an. Wehe, der Reißverschluss klemmt. Zack, 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 muss das gehen. 17:50 aus dem Haus, 17:45 fährt die Bahn. Bis zur Haltestelle sind es 5 Minuten. Wenn man zügig geht, bleibt genau 1 Minute, bis die Bahn kommt. Da darf kein Schnürsenkel aufgehen unterwegs. Da wird nicht gestolpert und hingefallen, geheult. Da gibt's kein Naseputzen. Wenn der Rotz läuft, läuft er eben. Die Nase putzen wir an der Haltestelle oder in der Bahn. Terrorkind. Ein Hörspiel von Carsten Laske. Manchmal üben wir das abends, Tarek und ich, wie morgens alles klappen muss. Ein Kollege hat mir das empfohlen. Er sagt, das haben sie beim Bund so gemacht. Das haben wir beim Bund so gemacht. Anziehen, umziehen, Dienstanzug, Feldanzug, Schutzausstattung. Nach der Stoppuhr. Wir machen es ohne Stoppuhr. Kinderfasching. Wenn ich sage, Tarek, Kinderfasching, freut er sich, weil er immer wieder vergisst, was ich damit meine. Wenn er es verstanden hat, freut er sich nicht mehr. Und bis zur Haltestelle läufst du? 5 Minuten. Aus dem Haus, Straße runter, da kannst du sie schon kommen sehen. 300-400 Meter kannst du gucken. Und da taucht sie auch schon auf die Bahn. Ihr steigt ein, du und Tarek, und fahrt. Erst zum Kindergarten. Da ist es so früh noch ganz still. Tarek hat alle Spielsachen für sich allein, eine Viertelstunde lang. Dann kommen andere Kinder. Diese erste Viertelstunde jeden Morgen erscheint ihm wie ein Traum. Um 6:40 Uhr habe ich schon grüne Klamotten an, bin im Materiallager unterwegs, suche die Sachen raus, die gleich gebraucht werden. 6:55 Uhr im Waschraum, Hände desinfizieren, Mundschutz anlegen, im OP die sterilen Tische einrichten, das Material griffbereit legen. Ab 7:30 Uhr wird operiert. Ich reiche den Chirurgen die Instrumente zu. Ein gutes OP-Team ist wie eine Musikband, sage ich mal, so eingestimmt. Nur stiller. Aber heute? Heute nicht. Fuhr keine Bahn, oder was? Die Bahn fuhr vermutlich. Aber? Ohne uns. Tarek! Tarek, komm jetzt bitte! Frühstück ist fertig! Ich will aber nicht trinken. Musst aber trinken. Jetzt. Aufstehen, Zähne putzen, Kakao trinken, Jacke an, zügig, zügig. Zügig, zügig. Wehe, der Reißverschluss klemmt. Zack, zack, zack. Jetzt muss ich 5-mal sagen. Die Bahnen fahren in 5-Minuten-Takt. 17:55 Uhr, die nächste 17:56 Uhr. Aber die wäre schon zu spät. Also kein Naseputzen, nicht stolpern, heulen, hinfallen. Wenn der Rotz läuft, läuft der. Tarek, die Nase putzen wir an der Haltestelle. An der Haltestelle oder in der Bahn. Welcher Bahn? Verpasst. Verpasst. Die und die nächste und die überübernächste. Ohne dieses Ohne Kind. Ohne dieses Kind. Habe ich jede Bahn gekriegt. Da gab es nie Probleme ohne dieses Kind. 1 Stunde zu spät kam ich. Die OPs liefen schon. War das peinlich?
Entschuldigung. Sorry. Ah, die Kollegin ist auch schon da. Na, jetzt brauche ich sie nicht mehr. Nehmen Sie sich den Tag heute frei, gehen Sie nach Hause. Schlafen Sie mal. Und morgen sind Sie bitte pünktlich. Ich brauche kein Team, wo die Leute kommen und gehen, wie sie lustig sind. Einen Tag frei? Einen Tag frei? Ich zurück. Die Bahn jetzt fast leer. Ich werde langsamer. Ich sitze am Fenster, lasse mich fahren, fallen. Bleib vielleicht sitzen über meine Haltestelle hinaus. Wer weiß, fahre weiter bis zu dem Tag, wo alle Bahnen enden. 3 eine Frau. Sie trägt eine durchsichtige Plastiktüte. Darin schwappt Wasser, in dem Wasser kleine Fische. Was mögen die denken, während sie so durch die Straßen geführt werden, die Bürgersteige entlang? Ob sie sich wundern? Träumen sie, das Plastikglas zu sprengen und hinauszuschwimmen? Da oben hängt der kleine rote Hammer und sogar die Stelle ist markiert, wo man draufschlagen soll. Einprügeln auf das verschmierte Glas, es in Stücke hauen, auch die Werbung, die außen dran klebt, alles in Scherben schlagen und dann auf- und davonlaufen von dem eisernen Gleis, im Wagen den Schritt vom Wege. Oder fühlen Sie sich vielleicht ganz behaglich in Ihrem schwappenden Gefängnis, dem lauwarmen, süßen Wasser, in das die Sonne blitzt? Ohne dieses Kind hat es eine Zeit gegeben. Hat es eine Zeit gegeben ohne dieses Kind? Es hat eine Zeit gegeben ohne dieses Kind. Ohne dieses Kind hat es eine Zeit gegeben ohne dieses Kind. Mein Tarek, mein Schalk, mein komischer Kauz. Hast einen Willen, einen eigenen. Dabei weißt du nichts. Den ganzen Tag möchte ich rufen, sei doch nicht so dumm. Du zappelst in alle Richtungen. In den Park willst du und den Uhu sehen. Der Uhu, das ist ein Baum. Die Rinde wie ein Geschwür an einer Stelle. Da oben ist der Uhu! Uhu! Das soll der Uhu sein. Alle Kinder im Haus glauben das. Tarek hat es ihnen eingeredet. Ständig wollen sie gucken, wie es dem Uhu geht, ob er noch lebt. Aber sie dürfen nicht allein in den Park, da sind wir Eltern uns einig. Sie müssen über die 4-spurige Straße rüber, also dürfen sie nur im Hof spielen, wo es auch schön grün ist. Doch ich kenne ja meinen Kauz. Früher oder später stiftet er die anderen an. Er hat diesen Willen, diesen Widerwillen. Ja. Jeden Morgen, an dem ich aufwache, erwache ich zur Prüfung. Es ist ein asymmetrischer Krieg, dieses Kind zu erziehen. Ein fremder Mensch ist mir das. Ein ganzer eigener Körper. Und ich habe das Gefühl, ich kenne ihn gar nicht. Er lebt mit mir, isst und pinkelt und kackt, riecht. Aber anders als ich. Nur seine Augen, die kenne ich. Ich habe einen Tag für mich. Ich mache mir Lenz. Worauf hätte ich also nun Lust? Blau machen? Rumgammeln, Eis essen, schlendern. Und dann das. Ach, mich ins Bett legen. Oder in die Badewanne. Vorhänge zu und einen Film gucken. Und dann das. Und dann das. Die Bahn hält. Etwa 50 Meter vor der Haltestelle, an der ich aussteige. Die Bahn bleibt stehen. Fährt es langsamer? Bleibt dann stehen. Ist doch keine Haltestelle. Ist aber keine Haltestelle. Ist keine Haltestelle. Bitte nicht aussteigen, ist keine Haltestelle. Man kann auf die Kreuzung sehen, wo die Querstraße abgeht, die zu der Schule führt. Sogar ein Stück in die Querstraße rein kann man gucken. Irgendwas ist komisch. Das stimmt was nicht. Das stimmt was nicht. Komm, Leute. Junge Leute, Schüler, kommen gerannt. Ist doch aber Unterricht. Rennen über die Straße, rüber in den Park. Deshalb hält die Straßenbahn auch, weil sie über die Gleise laufen. Sehen die Autos gar nicht. Rennen vor die Autos, die bremsen, es gibt einen Auffahrunfall. Sind das Schüsse? Kommen. Sind das Schüsse? Sind das Schüsse? Bester Knaller. Schüsse! Und dann steht er plötzlich an der Straßenecke, taucht er auf, schwarz. Steht da.
um ihn ist sofort ein Kreisausstille. Steht da wie im Film. Wie im Film. Bist du denn verrückt? Was machst du denn da? Lass doch den Quatsch. Die Angst groß aus Augen. Die Augen von dem schwarz Gekleideten kann ich nicht sehen. Ich will hier raus. Öffnen Sie die Türen. Ich schlage gleich die Scheibe ein. Öffnen Sie. Ein paar Autofahrer flüchten, lassen ihre Wagen stehen. Keine Polizei passt da noch durch. Ich schlag gleich die Scheibe ein. Öffnen Sie. Machen Sie die Türen auf. Wie im Aquarium hocken wir. Und der guckt aus seinen unsichtbaren Augen. Seine Blicke berühren mich, fassen nach mir. Steht, guckt mich an. Meine Lebensangst. Siehst du mich? Kannst du mich sehen? Kannst du meine Augen sehen? Schau mir in die Augen, wenn ich mit dir rede. Was ist denn das für eine Waffe, die der da hält? Und in der Hand, die runterhängt, ist das eine Pistole? Das sind seine Finger. Die sind schwarz vor drei. Das ist Blut! Plötzlich fällt er. Polizisten sind da, haben sich von hinten angeschlichen, ihn erschossen. Ich war Zeugin. Irgendwann fährt die Bahn endlich weiter. Letzter Halt. Den schönen Tag konnte ich knicken. Bei einem Amoklauf sind mindestens 21 Menschen getötet worden. Ein halbes Jahr nach dem Amoklauf. Wir wissen noch nicht, wie viele Opfer vermuten das Schlimmste im Massaker eben. Terror. Der bislang folgenschwerste Schusswaffenangriff. Ein Fernsehsender sprach von mehr als 30 Toten. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Man sieht, wie ein Polizeiwagen vor der Schule vorfährt, hört aus dem Lautsprecher rufen. Ich öffne das Fenster. Stimmt. Es wird da was durchgesagt. Hört man bis hierher. Dass es hier um die Ecke passiert ist. So nah an mir dran. Jetzt die Ereignisse im Minutenprotokoll. Dann neue Informationen über den Täter, wo er gewohnt hat, der Junge. Es soll sich um einen 15-jährigen Schüler handeln. Komisch. Ich glaube, die irren sich. Das ist nicht der. Siehst du mich? Kannst du meine Augen sehen? Und ich muss es ja wissen, er hat mich angeschaut. Seine Augen, die kenne ich. Schau mir in die Augen. Die vergesse ich im Leben nicht. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. An seinen Augen würde ich ihn noch im dunkelsten Dunkeln erkennen. Ich muss ein Bad nehmen. Ist mir alles zu viel. Immer ein Kräfte messen, ein Seil ziehen. Wer ist der Stärkere? Wer hat den längeren Atem? Warum? Es ist mir lästig. Ich kann keinen Streit fühlen. Ich zittere dann und vergreife mich im Ton. Ja, es ist eine Angewohnheit von mir, aber ich entschuldige mich dauernd. Sorry. Ich bin konsensfähig, wohnhaft, ein anständiger Mensch. Ich hasse Störfälle. Wenn ich kein Funknetz habe, wenn die Bahn streikt, wenn eine Periode sich verzögert, ist eine Zumutung. Ich will es schön haben. Ich will es einfach schön haben. Was mögen Sie denken, die Fische? Ob Sie sich wundern? Träumen Sie, das Plastikglas zu sprengen und hinauszuschwimmen? Nein, nicht nach rechts. Links ist, wo der Daumen rechts ist. Verdammt nochmal. Jetzt nach links. Guck auf deine Füße. Tränen nützen dir gar nichts. Finger weg. Nichts Süßes heute. Bettel nicht. Träum nicht. Sitz gerade. Zappel nicht. Wasch dir die Hände. Mund auf und rein damit. Ordentlich kauen. Augen zu. Schlaf. Welcher Bahn? Tarek!
Am Nachmittag hole ich Tarek vom Kindergarten. Hätte ich fast vergessen. Zweimal vorbei, wo der Amokschütze stand. Hinzu setze ich mich rüber auf die andere Seite, guck da raus. Aber auf der Rückfahrt, jetzt mit Tarek, na, der fragt natürlich. Was ist da los? Mama, ich will nicht. Ich will nicht dorthin. Aber er zieht und zerrt. Mama, komm schon. Wie also dahin? Die Schule ist gesperrt. Polizei. Leute mit Blumen, Kerzen, Plüschtiere, Schilder, warum? Und Herzen mit Tränen. Mama, was ist passiert? Tarek quengelt. Was ist passiert, Mama? Was ist passiert? Ein Junge hat großen Ärger gemacht, da ist die Polizei gekommen und hat ihn sich geschnappt. Warum? Was hat der Junge gemacht denn? Und was machen die jetzt mit dem Jungen? Hat er auch welche umgebracht? Kommt er jetzt ins Gefängnis? Ja oder nein? Tot ist er. Also sieh dich vor. Tarek nimmt meine Hand. Schutz suchend, wir gehen. Und mein Kind, mein Käfer, mein Klotz am Bein hält für beinahe 5 Minuten seine Klappe. Tarek, kommst du Abendbrot bitte? Mal setz dich, komm. Ist schon spät. Danach ist gleich Zähne putzen und dann schlafen. Ich will aber nicht. Ja, jetzt musst du aber noch was essen. Mama, ich will das nicht essen. Mama, ich will das nicht essen. Segne Vater unser Essen, lass uns Neid und Hass vergessen, schenke uns ein fröhlich Herz. Leite du zu Herz und Hände, führe du zum guten Ende unsere Freude, unseren Schmerz. Amen. Ich weiß, du willst mich provozieren, aber ich muss mich auch unterwerfen, jeden Tag. Verbote befolgen, pünktlich sein. Hast doch gesehen, was für eine Katastrophe gleich los ist, bloß weil ich einmal zu spät komme. Mein Körper ist ein diensthabendes System. Aber so ist das nun mal. Schmeckt mir auch nicht. Aber da muss man durch und irgendwann ist es überstanden, das Leben. Also ist. Wir sind beide gefangen. Du, mein Kauz und ich. Wir sind beide im Netz. Guten Abend, schön, dass Sie uns zuschauen. Nach der Stille kommen die Fragen. Wieso konnte der Angreifer nicht kampfunfähig geschossen werden? Ich möchte mal Ihre Reaktion sehen anstelle des Polizeibeamten. Wenn Sie eine Sekunde Reaktionszeit haben, dann muss man den Fall trainieren. Schuss ins Bein, wie üblich und fertig. Aber behaupten, er hätte nur eine Sekunde Reaktionszeit und waren auch nicht dabei. Was soll das Gutmenschengequatsche? Er ist tot, Fall erledigt, ein hammelfressender Idiot weniger. Wieso Hammel? Da steht er. Guckt. Sieht er mich denn? Ich sehe ihn da stehen und er sieht mich an. Noch in diesem Monat könnten islamische Terroristen versuchen, in Deutschland einen Anschlag zu verüben. Fühlen wir uns nur bedroht oder sind wir das auch? Die Sicherheitsbehörden haben Erkenntnisse über 3 mögliche Bedrohungsszenarien. Dass man wirklich ernsthaft davon ausgehen musste, dass es ein Bedrohungsszenario gibt. Die Hinweise waren noch nie so konkret. Es erschüttert unsere Verwundbarkeit. Ich kann nichts ausschließen, ausschalten. Es ist immer da, dieses Bild. Liest meine Gedanken, die ich verberge. Weiß, wer ich bin, wo immer ich bin. Pocht. Vor dir kann ich mich nicht verstecken. Pocht. Diese Augen. Klopft. Ich kenne diese Augen. Es klopft. Pocht. Das ist mein Herz. Pocht. Es pocht. Das ist mein Kopf. Pocht. Pocht. Das Kind klopft. Hämmert. Das Kind schläft. Pocht. Pocht. Klopft. Pocht. Hämmert. Klopft. Klopft. Sind Bauch und Kopf klopft. Und Herz vereint. Weiß pocht. Er auferstehen. Er bemüht sich ja, er versucht ja brav zu sein, aber das andere, dieses andere klopft. Kind, das hasst mich. Klopft, pocht, pocht, klopft, schreit, zankt. Das bekämpft mich, es schlägt, das ist mein Herz. Das bekämpft mich, es hämmert, das ist mein Kopf. Und man soll ja auch eingehen auf sein Kind, es lieben, wie es ist. Ich versuche das, spiele die Mutterrolle, improvisiere, kopiere andere Darstellerinnen, die ich heimlich beobachte, aber ich habe ihn in diese Welt gebracht. Ich bin seine Mutter. Ich glaube, Tarek spürt, dass ich ihn belüge. Ich finde, das ist ganz symptomatisch auch für die Gesellschaft, in der wir gerade leben. Ich bin nicht die Mutter dieses... Ich bin nicht die Mutter dieses... Dieses... Dieses Anderen.
Es klingelt. Es klingelt. Wer kann das sein jetzt um diese Zeit? Das Fernsehen bestimmt, weil ich in dieser Bahn saß. Wie sehe ich aus? Kann ich so an die Tür? Polizei! Die Polizei im Haus. Moment. Sind Sie die Mutter von Tarek Kramer? Ist das eine Heimsuchung, Hinrichtung? Keine Antwort. Bart. Das ist das Zimmer von Tarek, Ihrem Sohn? Das ist nicht das Zimmer von Tarek, meinem Sohn. Wer ist denn dann? Ich höre, es gibt Existenzen, Extremisten, blitzradikalisierte Einzeltäter, aber damit kann ich nichts anfangen. Als ich Kind war, fürchtete ich den Tod so sehr, dass ich erwog, mich umzubringen. Jetzt trage ich eine Smartwatch. Health-Apps habe ich mir runtergeladen. Ich weiß, wie viele Schritte am Tag ich schon gemacht habe und werde erinnert, bald wieder ein Glas Wasser zu trinken, damit ich nicht dehydriere. Self-Tracking oder Self-Fracking? Ich weiß Bescheid über mich und meine Freunde auch, die bei Facebook ihr Glück will ich teilen, ihre Freuden liken. Bei meiner Rentenkasse sammle ich Treueherzen. Ich will haben, was alle haben, sein, wie alle sind. Das gleiche Smartphone, dieselbe Musik. Akzeptieren statt hadern. Alleinerziehende Mutter eines Einzelkinds und mein Leben geht anders als das aller anderen, denn Tarek ist schwierig. Weil es schwierige Menschen gibt, ist das Leben schwierig. Ich nicht. Ich bin nicht schwierig. Ich befolge Anweisungen, Abläufe. Ich würde nie einen Arzt zum Hausbesuch rufen. Ich weiß ja, wie viel die Kollegen zu tun haben. Freiheit? Was soll das heißen? Ich bin taktvoll. Mein Herz schlägt schnell oder langsam, je nachdem, was verlangt wird. Im Moment schlägt es sehr schnell. Das ist das Zimmer von Tarek, Ihrem Sohn? Das ist nicht das Zimmer von Tarek, meinem Sohn. Wer ist denn dann? Das Bett ist leer ausgeflogen, der Vogel. Verlassen Sie das Haus mit erhobenen Händen. Was? Wieso? Verlassen Sie das Haus mit erhobenen Händen. Aber Sie haben doch Ihren Täter. Haben ihn erschossen. Ich war dabei und ich habe die Berichte gesehen. Keine Chance, ich muss. Jedes Härchen an meinem Körper, jede Kapillare in meinem Leib weiß. Also tu, was es Sie gibt sagen. Etwas, das mächtiger ist als es ich. Es gibt etwas, das mächtiger ist als ich. Also tu, was Sie sagen. Also tu ich, was Sie also sagen. Tu ich, was Sie sagen. Die Treppe runter aus dem Haus. Die Treppe runter aus dem Hausflur auf den Bürgersteig. Ein Mann hält mir die Tür auf. Hände hoch gehe ich. Männer mit Helmen, schusssicheren Westen stehen da zu meinem Empfang, hochgerüstet. Meine Schritte sind mir fremd und zu groß. Aber ich treffe meine Markierungen wie eine Filmschauspielerin, sogar mit erhobenen Händen. Gehe übers Trottoir, dabei nur ein Wackler. Und weiter im Text. Wie auf einem Seil gelange ich zu dem Wagen. Einer von dem Sondereinsatzkommando führt mich, legt schützend wie ein Staat, segnend wie eine Kirche seine Hand auf mich. Ich steige ein. Ich bemerke, ich bin in Hausschuhen. Der Mann schiebt mich auf der Rückbank in die Mitte. Ich füge mich. Fügte ich mich nicht, würde ich erschossen, aber ich füge mich. Ich habe jetzt meinen Platz. Links eine Polizistin, rechts ein Polizist. Ich in der Mitte. Jemand setzt sich ans Steuer. Wir fahren. Man fährt mich aus meinem Leben. Ich selbst bin die Schuldige und staunend betrachte ich im Vorüberfahren meine Lebensführung. Wie viele hat er denn getötet? Wie viele Menschen? Frage ich und sage gleich, das kann nicht sein. Wo soll er eine Waffe herhaben, die sowas tut und dann die ganze Munition? Also nein, wir haben sowas nicht im Haus. Die muss er sich aus den Rippen geschnitten. Was blieb ihm auch anderes übrig aus seinem das tut weh, Arsch. Gezogen haben muss er die und mit den Zähnen geladen. Ja, seine schönen kleinen weißen Zähne müssen die Patronen gewesen sein. So ist es doch bei den Attentätern, dass sie ihren Leib zur Bombe machen. Handgranate, Kalaschnikow. Seinen Gürtel schließt er, mein Knabe, mein Kind, bereit zur Detonation und ballt seine Hände zu je einer Panzerfaust. Ich sage, hätte er doch mich erschossen. Hätte er doch mich erschossen. Hier. Jetzt sind wir im Präsidium und ich gestehe.
Nächtelang saß er vorm Computer, mein Tarek, mein Träumer, und sehnte sich in eine Welt fort von mir, das konnte ich gut verstehen. Verliebte sich wohl auch in einen, den er sah auf dem Bildschirm und war fasziniert von was auch immer. Wie ich mich verliebte in seinen Vater damals und war fasziniert von was auch immer. Folgte seinem Ruf, wie ich seinem Vater folgte damals. Bleibe bei mir, mein Kind. Verlasse mich nicht, mein Talisman, Taliban, sag ich zu ihm, umarme und küsse ihn. Hör, sag ich, auf mit dem Theater. Aber es war längst kein Spiel mehr. Ausflog das Hühnchen im Dunkeln, ausriss der Hund, fuhr in die Türkei und weiter nach Syrien. Lieb von dir, Mama, schrieb er auf WhatsApp, dass du besorgt bist, aber manchmal muss man eben tun, was man tun muss. Und auch das konnte ich ja so gut verstehen. Mein Kind, mein Küken, komischer Kauz, wie kann ich dich erreichen? Eine Postangestellte, so alt wie ich. Mit dem Flugzeug fliegt sie nach Istanbul, dann, so hat ihr die Stimme des Sohnes gesagt, weiter 18 Stunden Busreise bis Urfa. Das liegt an der Grenze, dort würden Freunde auf sie warten, hat ihr die Stimme des Sohnes gesagt. Würden kommen, würden ihr helfen, sie über die Grenze bringen zu ihm. So würde sie ihn finden. Der Frau kommt der Plan riskant und übereilt vor, aber sie tut, was die Stimme ihres Sohnes sagt und es klappt. Sie überschreitet die Grenze, kommt nach Raqqa, trifft ihr Kind, aber nicht, um sich selbst den Kämpfern anzuschließen. Sie ist dort, um ihn heimzuholen. Fortbringen aus der Hölle will sie den Sohn und retten, dass er nicht getötet wird. Was tut er? Informiert seine Vorgesetzten, setzt sie in Kenntnis. Die Mutter wird festgenommen und am Mittwoch hat der Sohn sie auf offenem Platz, hat das Kind seine Mutter vor 100 Zuschauern mit einem Kopfschuss getötet. Mein Kind, mein Küken, komischer Kauz, wie kann ich dich erreichen? Ich träumte, ich fand das Loch in der Wand. Da war ich losgerannt, abgehauen. Es krachte, ich fiel, wie der Ast vom Baum, auf Nachbars Grund, abgehauen. Soweit mein Geständnis. Ich unterschrieb. Heute erscheint es mir merkwürdig, dass ich die furchtbaren Beweise der Geisteskrankheit meines Sohnes so ruhig zur Kenntnis nahm, ohne mir klarzumachen, dass seine Bedürfnisse und Triebe ein schattenhaftes Dasein auch in mir selbst geführt hatten. Am Boden eines Polizeibusses liege ich. Ein Polizist, sommersprossenblaue Augen, sagt: Wenn ich Sie wäre, schöne Frau, würde ich meine schusssichere Weste zulegen. Dabei blickt er mich blau an. Man fährt mich unerkannt vom Präsidium in eine Unterkunft. Hier werde ich fortan hausen. Einen fremden Namen muss ich tragen, einen anderen Ausweis, alles neu. In unsere Wohnung darf ich nicht zurück, das schärft man mir ein. Ich lebe in großer Gefahr. Ich werde leben in Unkenntnis, im Untergrund, vergessen, grau in einem grauen Kittel. Iris oder Ines, mein Name, undercover. Kind, rufe ich nachts, wenn mich keiner hört in meinem konspirativen Leben. Mein Knabe, mein Schößling, wo bist du? Stopp, 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 anders. Jetzt weiß ich nicht, soll ich von vorne? Ich werde leben in Unkenntnis, im Untergrund, vergessen, grau in einem grauen Kittel. Nein, das bin ich nicht. Das ist nicht meins. Darf ich das mit dem davor sagen? Kein Polizeibus. Ist eine Limousine, eine weiße Stretch-Limousine ist das und man fährt mich... Moment.
Und bitte? Kein Polizeibus, eine Limousine, eine weiße Stretch-Limousine ist das und man fährt mich... In ein Fernsehstudio, eine Talkshow. Lampen, Scheinwerfer, Redakteure und Assistenten von Assistenten, die tragen Headsets. Wichtige Leute, ich bin dabei. Es ist ja ganz spannend, dass wir da jetzt die Möglichkeit haben, das mal gleich zu erfahren bei Ihnen. Ist es vielen Dank. Ich habe ja auch noch nie einen Amokläufer gesehen. Wie sehen die aus? Das war gruselig. Und muss man sich, denkt man da wie beim Hund, nicht in die Augen gucken? Oder denkt man... Achtung, Sendung beginnt in 3, 2... Frau Kramer, ja. Also ich stelle mir das mal gerade so vor. Ich versuche mich in Sie hineinzudenken. Das ist ja wahnsinnig emotional. Der Amokläufer steht wirklich da und Sie sehen ihm in seine Augen... Oh, Gänsehaut! Hatte ich, ja. Die Härchen auf meinen Armen zitterten. Also man sagt ja, das Weiße in den Augen des Feindes. Also wenn man das sieht, dann muss man schießen. Sagt man das? Oder dann ist es zu spät zum Schießen. Sagt man das? Worauf ich hinaus will. Sie waren dabei. Hatten Sie Angst, erschossen zu werden? Ich weiß nicht. Ich war gelähmt. Ja, was hätte sein können? In einem Bericht haben Sie gesagt, sein Magazin war schon leergeschossen zu der Zeit. Ja, nee, das wussten Sie aber nicht. Es hätte sein können. Er legt es auf Sie an, legt auf Sie an, Ihr Herz, Ihre Augen. Was fühlten Sie? Allein. Ich fühlte mich einsam. Also einzig. Einzigartig. Wahnsinn. Weiter, weiter, öffnen Sie sich uns. Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Gefühlen. Offenbarung, bitte. Ich soll mich bekennen. Soll sagen, ich bin ein Transvestit und treib's mit deinem besten Freund. Ich bin 13 und noch Jungfrau, was stimmt mit mir nicht? Ich soll sagen, seit wir einen Dackel haben, bin ich impotent. Was passiert hier mit mir? Das sind Emotionen, das ist Gänsehaut. Ein Albtraum. Faszinierend! Nein. Stelle ich mir vor, wie das oben steht, dass... Anders. Anders anfangen. Zurück. Noch einmal zurück. Also, Kindergarten. Ich heim mit Tarek, stell den Fernseher an. Tarek will spielen, ich sag, spiel. Nein! Er will runter, ich sag, gut, zieh dich an, gehst du runter, aber nur in den Hof. Nein! Er will rüber in den Park. Wir waren gerade draußen, sind eben erst rein. Du spielst im Hof oder in deinem Zimmer oder gar nicht. Hörst du? Nein! Stopp! Anders! Hä, was? Können wir das bitte anders? Die Tram fuhr endlich ihre paar Meter noch bis zur Haltestelle. Türen auf, ich raus, bloß weg hier. Zu Hause. Was mache ich da? Mir meinen schönen Tag? Kaum. Ich sitze wie im Rollstuhl, gelähmt. Kann gerade mal den Kopf drehen. Ich greife zum Handy, rufe ihn an. Den mit den Erziehungstipps vom Bund. Er hat heute frei. Ja. Stefan? Ja. Hallo, ich bin's. Du, mir ist irgendwie was ganz... Ich würde es dir gern persönlich erzählen. Muss das sein? Ich habe heute wirklich keine Zeit. Also, Stefan, hast du heute Zeit für mich trotzdem? Wann denn? Wir treffen uns im Café. Ich bin ganz zittrig. Fickrig, sagt er. Er hat mich angesehen, mir in die Augen und dann fiel er um. Einfach nach vorn. So. Ich sah mich schon in den Kopf geschossen, zerfetzt. Meine Körperteile über die Gleise verstreut. Oh, mein Herz. Eine Bombe, weißt du, die braucht immer eine Initialzündung, jede. Was? Wieso sprichst du von Bomben? Was soll das? Warum tust du das? Ich hab so schon Angst. Es gibt Flüssigkeiten, die reagieren, wenn du bloß Licht anmachst, ja? Kommst nach Hause, denkst dir nichts Böses. Mein Herz knips, wiegt 100 peng. Pfund. Die Bombe macht. Ach, Stefan, Bum. Stefan, wo soll uns das hinführen? Befehl mein Johnny. Stefan, so kann man doch nicht Bombe leben. Das geht doch nicht. Was? Was? Ich kann so nicht weiterleben mit dieser Angst. Ich kann so nicht weiterleben mit dieser Angst. Wer befreit mich davon? Wer befreit mich? Wenn ich Angst habe, werde ich anschmiegsam. Wenn's mich schüttelt, kriege ich kalte Hände vor Furcht. Dann brauche ich, sagt er, was das wärmt, besser als ein Schnaps und drückt mir den Kopf wieder gerade. Das stimmt. Er hocht, klopft, hämmert, schlägt, hocht.
So, jetzt geht das los. Was mache ich am besten? Ich würde gern mich irgendwie öffnen und Liebe empfangen, ihn gefallen. Aber was gefällt ihm? Ich habe keine Ahnung. Das Vorspiel, ja, na. Er hat auch keine Ahnung. Nee, er ahnt nicht, wonach ich mich sehne. Ich kann mich optimieren. Was? Wie warst du dich? Gut, gut. Ja? Und bei dir? Du, alles prima. Schön. Ich beziehe schnell das Bett neu. Gott, wie widerlich. Es ist falsch, dass Männer ejakulieren. Was soll das? Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Wir sind es. Wir sind flüssig, werden feucht, geben Milch. Aber doch nicht die. Was mischen die sich überhaupt ein? Was dringt der in mich ein? Ich hasse das. Erguss. Schon von dem Wort muss ich würgen. Dieses Zeug, das mich unaussprechlich ekelt, das es nicht geben sollte. Dieses Zeug ist doch schuld, nicht ich. Und denken musste ich, wenn es nun schon mal so ist, dann ist doch der Augenblick der Empfängnis ein magischer oder heiliger, oder nicht? Pocht. So war meine Vorstellung immer, dass wir uns tief in die Augen sehen in diesem Moment, der Mann, den ich liebe, und ich, die Augen fest ineinander wie unsere Körper. Denn niemals, denke ich, sollte ein Blick tiefer gehen als in diesem Moment. Pocht. Und dass wir uns später mit dem gleichen Blick ansehen, wenn ich unter Schmerzen das Kind gebäre. Pocht. Aber so ist es nicht gewesen. Er blickt mich an, sieht mir gerade bis auf den Grund meiner Schuld, als er sein Sperma in mich reinspritzt, aber ich will weg. Mir wird das zu viel. Ich beziehe schnell das Bett neu, mache ich jedes Mal, wenn Stefan da war. Und dann? Dann hole ich Tarek vom Kindergarten. Zweimal vorbei, wo es passiert ist. Und wieder zu Hause, daheim, zeitlebens, was habe ich da gemacht? Was Tarek inzwischen trieb, was er spielte, wird in seinem Zimmer gewesen sein. Ach, einmal riefen die Kinder von unten. Ja, und plötzlich ist Nacht, habe ich gar nicht mitbekommen. Bin ich eingeschlafen? Wo ist das Kind? Tarek? Schläfst du? Tarek? Schläfst du? Wo ist das Kind? Wo ist das Kind? Oh, dieses Kind macht mich wahnsinnig nach so einem Tag ausgerechnet heute. Wahnsinnig nach so einem Tag ausgerechnet heute. Das Kind ist weg! Oh, das Kind ist weg! Das Kind ist weg. Nachts renne ich in den Park. Ich streife über die Wiesen zur gleichen Zeit wie das Wild. Ich kenne den Park bei Tage. Es ist alles verändert. Schräg liegen die Wege und weiter fort. Die wenigen Lampen, grelle Punkte stechen mich, machen mich blind. Von irgendwo schreit eine Katze, eine Mischung aus Sirene und Babygeschrei. Ich rufe, Tarek. Tarek! Tarek! Ich trete in Schlamm oder Scheiße, der Boden rutscht. Tarek! Wo bin ich? Wo bin ich? Irre, was ist das? Was ist das? Schwankende Kräne stehen, die Bäume sturzbereit, besoffen und ihre Scharniere knarren. Wo ist dieser blöde Kastanienbaum? Tarek! Manchmal glaube ich, ich lebe überhaupt nur hypothetisch. Womöglich, denke ich, ist so das Totenreich. Ich sehe Messer auf meinen Leib, Äste zukommen durchs Unterholz. Immer dichter wird das Gestrüpp. Tarek! Oder renne ich nicht gleich los wie so eine Verrückte? Wie soll ich ihn finden in dieser Finsternis? Ist doch unvernünftig. Wartet mal, ich wollte noch eins ausprobieren. Mach lieber Licht in allen Räumen. Ich mach lieber Licht in allen Räumen. Reiß die Vorhänge auf. Öffne die Fenster. Ich hab's drauf! Doch, ich renne, ich laufe. Durch Straßen, meine Füße wissen wohin. Ich gerate in eine Kirche. Setze mich und tu, was ich seit Jahren nicht getan habe. Ich versuche zu beten. Wenn man nicht weiter weiß, heißt es ja, kehrt man zurück zu seinem Glauben. Denke ich und suche bereits nach vergessenen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich sehe auf ein Bild des Heilands.
Ein dummes, flaches Gesicht, blutverschmiert. Herrgott, was soll ich beten zum Henker? Was mich würgt, wollen keine Worte werden. Das bist du doch, unser Richter und unser Henker. Also sag's mir, verdammt. Ich schwieg. Gott schwieg. Wie er immer schweigt, wie alle Henker schweigen. Raus. Ich muss hier raus. Meine Schuld ist so mächtig, sie passt in keinen Raum. Ich stehe jetzt auf einer Brücke, allein in der Nacht, Nebel, rauche eine Zigarette. Soll ich mir psychologischen Rat holen? Jetzt? Da schlafen alle Psychologen, träumen. Was ist das? Wer kommt da? Ich bin Psychologe. Ich kann nicht schlafen. Kann auch nicht träumen. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Aber mein Kuckuck, meine Krähe, das Kind macht mir Sorgen. Schläft es? Weiß nicht. Es gehorcht. Wälzt sich, drängt, will heraus und über die Ufer treten. Tritt mich schon in meinen Bauch damals. Und heute noch spuckt, will sein Bett zerbrechen. Träumt es, das Kind? Es träumt. Wovon? Diese Welt in Stücke zu schlagen. Das darf es aber nicht. Es? Ja. Wie heißt es denn? Was? Ihr Kind. Wie ist sein Name? Oh Gott, wie heißt es? Wie heißt es? Ich hab seinen Namen. Wie? Tarek heißt es. Er, mein Knobel, mein kleiner Liebling. Tarek. What about daddy issues? Wie bitte? Daddy issues. Vaterprobleme? Das Kind hat doch keine Vaterprobleme. Das Kind wächst sehr gut bei mir allein auf. Sie meinen mich? Also ich träume nicht davon, mit meinem Vater zu schlafen, falls Sie das meinen. Sind Sie verrückt? Natürlich vergleiche ich einen Mann, den ich kennenlerne, mit ihm. Jede Frau tut das. Ja, und die meisten haben es da schwer, aber intim kenne ich ja sowieso bloß Stefan und meinen ersten Freund. Also ich, was soll Ihre Frage? Finde ich auch unpassend. Um mein Kind geht es, meinen Sohn, der ein Terrorist werden will oder ein Amokläufer, wenn ich nicht irre. Davon spreche ich die ganze Zeit. Aber zuhören scheint nicht Ihre Stärke zu sein. Ich höre Ihnen zu. Auf Ihre hinterhältige Art. Auf Ihre hinterhältige Art. Ich sage Schuhe und Sie denken Vagina. Ich sage Handtasche und Sie denken Vagina oder Penisneid oder Kleptomanie. Ich sag, Sie können mich mal und Sie denken, aha, klassischer Fall, sie will Sex mit mir, oder? So ja, denken so Sie denken doch. Sie doch. Hauen Sie ab, Sie Schwein. Nehmen Sie Tabletten, wenn Sie nicht schlafen können. Das Rezept können Sie sich ja selber schreiben. Los, gehen Sie! Wenn man schon mal jemanden braucht. Ich blicke auf den Fluss, der nass da unten im Nebel liegt. Pocht. Pocht, klopft, hämmert, schlägt. Pocht, pocht. Klopft, keiner sieht, was hämmert, ich sehe. Klopft. Niemand blickt durch das klopft, Tor, das offen steht. Pocht. Pocht. Mein Herz. Schläft das Kind? Es klingelt. Schon wieder. Die Nachbarin. Guten Abend. Tarek! Im Hof ist er gewesen. Bei den Mülltonnen hat er gespielt und ist eingeschlafen. Tarek im Halbschlaf nickt. Wieso nickt er die ganze Zeit? Ach so, er streift sich auf dem Abtreter die Schuhe sauber. Seine Hand liegt in der Hand von der Frau. Er will sie gar nicht loslassen, seine kleine Hand. Seine Nase ist rot und nass. Ich muss ihn putzen. Er friert, wie er immer friert, wenn er müde ist. So gut erzogen, der Kleine. Mhm. Ein Sonnenschein. Danke. So gut erzogen, sagt die fremde Frau, wenn sie wüsste. Ich nehme das Kind, schieb es rein in die Wohnung. Danke, Frau. Wie war noch Ihr Name? Tschüss. Ich lege Tarek ins Bett und fixiere ihn. Ein, zwei Stunden kann er noch schlafen, gesichert. Ich kann nicht schlafen, ich muss mir Sorgen machen. Immer muss ich mir Sorgen machen und immer wegen dieses Kindes. Es muss eine Lösung geben. Muss eine Lösung geben, eine Erlösung geben. Über Waffen zu sprechen ist einfach. Jeder spricht über die Waffen. Sprechen wir endlich über das kranke Gehirn. Endlich über das kranke Gehirn. Körperverletzung, Überfälle, Vergewaltigung, Mord. Denn in den Waffen sitzt es nicht das Böse. Kommt Tarek in die Schule in einem Jahr? Erst ist er ABC und dann Amokschütze. So wird's sein. Drohe ich ihm mit Strafe, kann ich seine Taten trotzdem nicht verhindern. Er blickt mir in die Augen, freundlich, aber in Gedanken plant er schon alles. Charmant kann er sein, einen um den Finger wickeln. Was für ein süßer Fratz. Die Leute haben keine Ahnung. Er lauert.
fühlt jede Schwäche, die ich zeige, genießt es, mich zweifeln, verängstigt weinen zu sehen. Er will auf heimtückische Weise meine Seele beherrschen. Arglos sind alle, blind. Ich bin die einzig Sehende. Also, es ist ja nicht so, dass wir erst seit gestern Probleme haben, Tarek und ich. Und ich arbeite nicht umsonst in einer Klinik. Ich weiß, wie ein Körper tickt. Und wenn er nicht richtig tickt, muss er repariert werden. Es wurde Morgen, die Sonne ging auf und ich wusste, was zu tun ist. Ich nehme Tarek mit in die Klinik. Den ganzen Tag wird er weitergereicht. Dazwischen warten wir. Sie untersuchen seinen Kopf, seinen Körper, sein Wesen. Keine Scheu, was ist mit ihm los? Los ist mit ihm eine Menge. Ein pfiffiges Kerlchen, da ist kein Behandlungsbedarf. Nützt mir nichts. Ich bringe nicht mein Auto in die Werkstatt, damit man mir erklärt, schönes Modell, Ihr Wagen, sondern ich will, dass der Motor mich nicht bespuckt und ohne Aussetzer läuft. Kriegst du das hin, Psycho? Alle sehen mich an. Ich habe das Gefühl, die wollen mir nicht helfen. Wollen sie mir helfen? Nein. Na, so schnell gebe ich nicht auf. Ein junger Mensch ist formbar. Und das will er ja auch, dass man ihm Grenzen setzt. Aber kann Erziehung ihn ändern? Ich glaube, nein. Deshalb habe ich mich für eine Operation entschieden. Eine Kollegin hilft mir dabei. Alles klar. Puls? Regelmäßig. Blutdruck? Im grünen Bereich. Herzfrequenz? Piep, piep. Ist das piep. Langsam oder schnell? Was wäre denn langsam? Piep, piep. Und schnell? Piep, 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 piep. Dann ist doch alles gut. Sollen wir hier schon am Patienten hantieren? Warte. Was? Warte. Ich will nur noch mal kurz auf den Plan gucken. Ich habe mir einen Bauplan besorgt, der das menschliche Gehirn zeigt. Mhm. Ganz schön kompliziert, so ein Ding. Du hältst den Plan verkehrt rum. Ah. Oh. Trotzdem kompliziert. Auch schade, dass du noch gar keine Erfahrung hast. Also hier, da gehen wir rein. Mhm. Schläfenlappen. Mhm. Eine Satteltasche. Ich will bloß sicher gehen, dass wir keinen Fehler machen. Gibt es was Schöneres, als einen glücklichen Menschen zu erschaffen? Ein Mensch, wie stolz das klingt. Wir haben überhaupt gar keinen Mundschutz an, ne? Nee. Kopfsäge bitte. Mhm. Wie? Das ist das Fußeisen, die Kopfsäge. Moment! Was? Was tust du da genau? Ich verwunde das Tier, ich schlage das Tier, ich töte das Tier. Halt! Was denn noch? Oh, nichts. Mir zittern die Knie. Es flimmert vor meinen Augen. Jeder Schmerz, den mein armes Kind erleidet, schmerzt mich, jedes aufgeschlagene Knie, jedes Loch im Kopf. Aber der Mensch wird unter Schmerzen geboren und wer schön sein will, muss leiden. Wir können ihn auch zum Mädchen machen. Jetzt wäre die Gelegenheit. Eine Tochter? Möchte ich lieber eine Tochter? Es gibt keine Amokläuferinnen, oder? Neuerdings gibt es alles. Dann lass ihn ein Junge bleiben. So, zunehmen. Tupfer? Mhm. Ich brauche noch mehr Faden. Moment. Hältst du hier mal die Klammer? Mhm. Ich komme nicht so gut ran, warte. Mhm. Na, jetzt doch. Doppelkettenstich wird Doppelkappennaht. Ich mache lieber eine eingefasste Naht. Das gibt eine saubere, gute Kante. Der Unterfaden muss stark sein, während der Deckfaden dekorativ sein kann. Ich war immer die Beste in Handarbeit. Ich weiß. Oh, schön. Der Mensch hat's gegeben, der Mensch hat's genommen. Jetzt wirst du immer mein kleines Kind sein. Am Morgen kamen wir aus der Klinik, mein Neugeborenes und ich. Es war Sonntag und da selbst Gott frei und ich es Tarek versprochen hatte, gingen wir in den Park, dem Uhu guten Tag sagen. Ich nehme mein Kind bei der Hand, wir treten in den Park, der so früh am Morgen still und fast leer von Menschen ist. Einzig ein Flaschensammler schaut auf der Wiese umher, als suche er Champignons. Seine Plastiktüte klirrt. Hinein gehe ich in den Park mit meinem Kind.
einem Lebendigen, keinesfalls einem Sterbenden. Einem Vollgeborenen, keinesfalls einem totgeweihten Kind. An einem Baum hängen Herzen, aber als wir näher kommen, sind es rote Luftballons. Im Geäst einer Linde klebt ein Drachen. Zum Uhu. Zu seinem Uhu will es mein Kitz, meine Kröte, und drängt, aber zärtlicher als sonst. Er ist noch benebelt von der OP. Er gehorcht mir aufs Wort. Wir sehen einen Fuchs, rostrot. Schwalben und Blätter fliegen wild durcheinander. Erste Blätter schon. Mein Kind führt mich. Es freut sich über alles, was es sieht. Und ich selbst sehe und staune und freue mich auch. Er gibt keine Widerworte mehr. Es gibt keine Widersprüche mehr. Das ist das Paradies. Aloha. Was? Aloha. Was willst du, Liebling? Aloha. Deinen Roller. Sag das doch. Roller. Aloha. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Sprich nach. Aloha. Nein. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ich weiß, wie gut sie zu mir sind. Ich glaub, jetzt hat er's. Noch einmal. Was macht dann das Grün? Es grünt. Ich weiß, wie gut sie zu mir sind. Wir gehen tiefer in den Park und auf den stärksten der Bäume zu, der einsam steht und allein auf uns zu warten scheint. Ich will immer brav sein. Man muss doch keine Angst haben. Es gibt eine Sicherheit. Es gibt doch eine Sicherheit. Es gibt sie. Sie ist ein Labyrinth, nicht wahr? Und mein Kind, mein Schönster, wir sind in ihrer Mitte angekommen. Uhu. Der Uhu. Tatsächlich. Zum Uhu. Ich will immer brav sein. 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 Sie hörten Terrorkind, eine Hörspielproduktion von Oliver Broth und Carsten Laske, 2018. Es spielten die Frau, Maike Droste, Tarek, ihr Sohn, Oskar Broth, Stefan, Richard Barenberg, eine Ärztin, Nachbarin, Katrin Schwingel, Amokläufer, Liam Mockridge, Polizist, Oliver Nitsche, TV-Moderatorin, Verena Unbehauen, Psychologe, Michael Schroth, Kollegin im OP, Ruth Macke. Komposition und Musik, Bert Wrede. Ton, Schnitt und Sounddesign, Oliver Broth, unter der Mitarbeit von Nicola Vanari und Timon Lienenbecker. Produktion, Oliver Broth. Buch und Regie, Carsten Laske.